Moin Leute, heute mal zu einer Story über 300 Mikrogramm Acid und etwas MDMA. Als erstes muss ich sagen, dass das eine Story aus meiner Vergangenheit ist und dass ich niemanden zum Nachahmen anregen möchte. Ja, es werden auch die negativen Seiten aufgezeigt dieses Trips. Also, folgende Situation. Ich, eine Freundin und ein Freund hatten uns verabredet bei mir zu Hause. Meine Eltern waren weg und ich hatte das Haus für mich alleine. Dann sind die zu mir gekommen und ich hatte solche Cubes, solche Zuckerwürfel, wo das Acid eben drauf war. Und dann haben wir jeder davon zwei genommen. Einer sollte 150 Mikrogramm enthalten, aber irgendwie war die Wirkung dann am Ende nicht so stark, wie als wenn da jetzt 300 drauf wären. Das waren vielleicht 220 gefühlt. Als meine Mutter gefahren ist, sind wir dann losgepilgert. Ich wohne auf dem Dorf und wir sind dann zum Schulhof gegangen von der Grundschule und haben uns da auf eine Bank gesetzt und haben halt die Cubes genommen. Ja, und bei mir ist es immer so, wenn ich dann so einen Cube nehme, dann ist es, fühle ich mich direkt anders irgendwie. Dann fühle ich mich direkt irgendwie so ein bisschen berauscht, obwohl die Wirkung eigentlich noch gar nicht eintritt. Das kennt ihr auch vielleicht, wenn ihr mal am Vaporizer zieht oder so, das hatte ich auch mal. Dass ihr dann, ja, einfach denkt, ihr werdet bekifft oder so, obwohl ihr nur den Geschmack irgendwie im Mund habt. Ja, ich weiß nicht, bestimmt ist das auch mit anderen Substanzen so, auch mit DMT. Naja, und dann habe ich mich so auf die Sitzbank gelegt und ja, haben wir einfach auf die Effekte gewartet. Später ist mir dann aufgefallen, dass ich mich da nicht so wohl fühle. Nach ungefähr 30 Minuten oder so. Und dann sind wir auf den eigentlichen Schulhof raufgegangen. Naja, das Ding ist halt, da wohnen immer Leute. Und die hatten da die Tür auf, die Hintertür. Und da hatte ich halt ein bisschen Angst, dann entdeckt zu werden. Ja, dann sind wir da auf jeden Fall ein bisschen rumgelaufen, haben uns in so eine ruhige Ecke gesetzt. Also das war alles ruhig da, weil ich auf dem Land lebe, aber in eine unbeobachtete Ecke gesetzt. Und ja, dann haben wir immer noch gewartet und langsam habe ich die Effekte auch gespürt. Ja, am Anfang war das mir alles ein bisschen zu viel. So bis zu einer Stunde oder anderthalb Stunden nach dem Einnehmen war es mir ein bisschen zu viel. Also ich weiß nicht, ich kann das Gefühl schwer beschreiben. Es war einfach alles sehr überfordernd. Ich habe ganz viele Sachen vergessen. So ganz viele Konzepte von irgendwelchen Dingen, zum Beispiel was das Konzept von Gehen ist oder von Sitzen oder was der Sinn dahinter ist. Ich habe das einfach vergessen. Und ja, dann habe ich auch irgendwann vergessen, habe ich das Konzept vom Konzept vergessen, also was überhaupt ein Konzept ist. Und das war der Zeitpunkt, an dem es mir dann wieder gut ging. Ja, dann hat mir erstmal eine ruhige Ecke gesucht, habe meine Freunde gebeten, wegzugehen, weil die über die politischen Themen diskutiert haben und es so schon sehr viel für mich war zu verarbeiten gerade. Und die Stimme im Hintergrund konnte ich dann irgendwie gar nicht ab. Also ich kann euch auch empfehlen, dass ihr euch eine ruhige Ecke sucht, wo ihr das macht. Am besten, wo niemand hinkommt und wo wirklich auch wenig Geräusche sind oder wenig Reize. Ja, irgendwann sind halt meine Freunde dann wieder zu mir gekommen und dann, weiß ich auch nicht, bin ich irgendwann aufgestanden, weil es mir wieder relativ okay ging. Ich bin klargekommen. Ich kann euch auch empfehlen, in solchen Situationen hilft Musik auch richtig gut. Obwohl es natürlich auch ein äußerer Reiz ist, aber wenn ihr einfach überhaupt nicht mehr irgendwie klarkommt, dann macht euch gute Musik an. Also, ich habe das Museum of Consciousness gehört von Spongel. Das war sehr schön. Ich habe auch vergessen, ob die Musik gut oder schlecht war in dem Moment, ob das gute oder schlechte Musik ist. Auf jeden Fall war sie ganz akzeptabel. In dem Zustand war nichts gut oder schlecht für mich. Es war einfach alles nur da. Es war einfach alles präsent. Ja, dann bin ich, glaube ich, nochmal gerutscht auf dem Schulhof. Ja, da gibt es so eine Rutsche. Und dann sind wir weitergelaufen. Da gibt es auch noch so eine Kletterwand. Und da bin ich auch lang geklettert. Das war auch sehr interessant. Und ja, dann habe ich mich irgendwann auf den Boden gesetzt und das war so,
Also wie gefliest, ich weiß nicht, wie man das draußen nennt, wenn draußen Fliesen sind, wenn es so gepflastert ist. Auf jeden Fall haben sich dann diese Fliesen so hoch und runter gesenkt die ganze Zeit. Und das war auch ziemlich viel. Ja, und dann sind wir um das Gebäude rumgelaufen und sind dann zur Sporthalle gekommen. Und da haben irgendwelche Muttis so tänzerische Bewegungen ausgeführt. Und dabei haben wir die dann beobachtet und haben uns richtig schlapp gelacht. Aber mir war das sehr unangenehm, weil die mich auch kannten, die meisten davon. Und dann sind wir auf den Spielplatz gegangen. Und ja, dann bin ich ein bisschen geschaukelt. Und irgendwann war mir das auch so schnell. Also so die ersten 2 Stunden vom Trips, dieses Upcoming, dieses Raufkommen auf das Niveau, was man dann im späteren Verlauf behält, das ist sehr anstrengend, muss ich sagen. Ja, das Ding ist, ich konnte halt auch nicht nach Hause, weil meine Schwester noch da war. Und ja, dann waren wir eben auf dem Spielplatz. Da war auch eine Kreuzung, es sind immer wieder Autos vorbeigefahren. Ja, und dann haben wir da halt gespielt. Ich weiß gar nicht mehr genau, was wir gemacht haben. Ich glaube, ich habe mich da einfach irgendwann hingesetzt und mit meinen Freunden geredet. Und irgendwann um 19 Uhr wieder zu meinem Haus gelaufen. Und meine Schwester war dann derweil schon weg. Und haben uns dann dahingesetzt in mein Zimmer. Ich habe den Bass von meiner Anlage voll aufgedreht. Also ich habe so eine richtig heftige Anlage. Und wenn man dann den Bass voll aufdreht und egal welches Lied dann macht, dann ballert das einfach richtig den Schädel durch. Das haben wir dann auch sofort gemerkt. Das war dann auch zu viel zwischendurch. Und dann habe ich das auch wieder ausgemacht. Also den Bass. Und dann haben wir halt in meinem Zimmer vor uns hin gelebt, sage ich mal. Ich habe auch einen coolen Bildschirmschoner. Der wechselt sich immer so und macht immer random Sachen. Und dann haben wir den angeschaut und ja, dazu Musik gehört. Und ich habe auch so eine Decke. Da sind so Elefanten drauf und so wie so ein Mandala ist das ein bisschen aufgebaut. Da habe ich von so einem schwarzen Teneriffa gekauft. Ja, und das haben wir uns dann auch angeschaut und aufs Sofa gelegt. Und das war einfach richtig cool. Und sich da reinzulegen hat sich richtig cool angehört. Ich habe dann irgendwann so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass ich mit dem Sofa verschmelzt, so dass mein Rücken mit dem Sofa verschmilzt. Ich weiß nicht, ob ihr diese Family Guy-Szene kennt, wo Peter so fett ist und nicht mehr vom Sofa aufsteht, dass das Sofa an ihm dran klebt. So ungefähr habe ich mich gefühlt und ich hatte auch ein bisschen Angst aufzustehen. Dann haben wir die ganze Zeit eigentlich geredet und uns über den Bildschirmschoner amüsiert. Aber zwischendurch, da wurde der Trip echt anstrengend. Also so eine hohe Dosis von 300 Mikrogramm kann ich euch echt nicht empfehlen. Das ist dann wirklich einfach irgendwann nur noch anstrengend. Und dann fühlen sich die Augen so an, als ob sie irgendwie richtig unter Druck stehen und oder als ob sie platzen würden. Und der Kopf tut irgendwann weh. Aber sonst hat man eigentlich gar keine Ermüdungserscheinung. Die kommen dann erst am nächsten Tag. Dann wollten wir abends noch zu einer Hausparty von einem anderen Kumpel, wo noch ganz viele andere Leute waren. So, ich denke mal 10 oder so, so viel waren das jetzt auch nicht. Ja, dann wollte ich erst nicht mit und dann konnte ich mich nicht entscheiden, ob ich mit möchte. Aber dann dachte ich muss meine Freundin von da aus mitnehmen. Also wir sind auch kein Auto gefahren, wir sind Fahrrad gefahren. Ich und mein einer Kumpel. Meine Kumpelfreundin hat sich dann abholen lassen irgendwann. Und ja, ich und mein Kumpel sind dann losgefahren und sind dann mit dem Fahrrad, das sind ungefähr 5 Kilometer, ins andere Dorf gefahren und ich hatte überhaupt keine Ermüdungserscheinung. Das war eine richtig schöne, flüssige Bewegung, Fahrrad zu fahren. Also man hat irgendwie richtig gemerkt, dass man das auf Acid machen sollte. Albert Hoffmann ist ja früher auch mit dem Fahrrad gefahren am Bicycle Day. Und man merkt einfach, dass es richtig ist, wenn man Fahrrad fährt auf Acid. Ja, irgendwann sind wir dann da angekommen. Und da waren erstmal ganz viele Leute. Also für mich waren es ganz viele, es waren bestimmt nur 10. Und ja, mit denen habe ich mich aber eigentlich ganz gut verstanden. Und bei mir ist es so, auf Acid bin ich immer selbstbewusster, als ich sonst bin. Normalerweise bin ich nicht so unglaublich selbstbewusst und mache mir viele Gedanken. Aber auf Acid ist das irgendwie nicht so. Da mache ich mir zwar auch viele Gedanken, aber eher so in eine positive Richtung. Dann war ich da bei der Party und habe erstmal einen Lachgasballon bekommen. Ja, den habe ich dann auch eingeatmet. Und das war ein sehr schöner Zustand. Also, wenn ihr
sowieso Lachgas nehmen wollt und Acid und ich nicht, euch nicht davon abhalten kann, dann macht es doch zusammen. Das ist eine sehr schöne Erfahrung. Man fühlt einfach alles. Also anders kann man es einfach nicht beschreiben, man fühlt alles. Und es fühlt sich einfach alles gut an. Als ob man eins mit allem wäre. Das ist eine sehr schöne Erfahrung, ja. Dann bin ich irgendwann mit meinem Kumpel reingegangen. Nennen wir ihn jetzt einfach mal Friedrich. Friedrich und ich sind reingegangen, weil er Emma genommen hatte. Und ja, meine Freundin wollte das nicht mit mir zusammen machen und wollte das mit anderen Leuten machen. Und deswegen, ja, habe ich das dann an diesem Abend gemacht. Ich habe ihm dann was abgekauft. Das waren 130 Milligramm, habe ich ihm abgekauft. Und habe dann davon ungefähr die Hälfte genommen. Und ja, dann habe ich irgendwie die ganze Zeit davon nichts gespürt. Und habe dann noch eine Lachgaskapsel genommen. Habe mich ins Badezimmer gelegt von meinem Kumpel, weil da ist eine schöne Fußbodenheizung. Ja, meine Freundin war auch dabei. Und dann habe ich den Ballon genommen. Und da ist ein richtig großer Spiegel in dem Badezimmer. Und dann ist mir aufgefallen, also auf Essen sieht man ja alles viel detaillierter, dass ich, habe ich richtig auf mich geachtet. Und dann fand ich mich irgendwie nicht schön in dem Spiegel. Also normalerweise mache ich mir darüber nicht so Gedanken. Ich finde auch eigentlich, dass ich relativ gut aussehe. Aber ja, das hat mich einfach richtig gestört, weil ich irgendwie ein paar Pickel hatte. Und das hat mich richtig gestört. Und dann fand ich mich hässlich und war nicht mehr so zufrieden mit mir selbst. Und das hat dann auch an meinem Selbstbewusstsein genagt. Ja, und wenn ich gerade daran denke, irgendwie, an die Story, dann tun meine Augen auf einmal wieder so ein bisschen weh, wie als wenn ich auf Acid wäre. Und ja, dann habe ich den Lachgasballon genommen und weiß ich nicht, habe mich für mich selber geschämt. Ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll. Auf jeden Fall habe ich mich dann nicht so gut gefühlt. Ja, genau, dann sind ich und mein Kumpel rausgegangen. Es hat richtig doll geregnet, aber das war mit dem Zustand irgendwie egal. Also ich hatte halt eine Jacke mit und das hat eigentlich auch gereicht. Eigentlich sagt ja niemand, dass Regen schlecht ist. Mir ist mal aufgefallen in diesem Zustand, dass dieser Spruch, es gibt kein schlechtes Wetter, nur falsche Kleidung, der ist einfach richtig true. Also dem stimme ich irgendwie voll zu, seitdem ich das auf Acid mitbekommen habe. Aber das war schon ein Trip davor. Und ja, dann sind wir so durch den Regen gelaufen und irgendwann bei einer Bushaltestelle angelangt, haben uns da hingesetzt und ein bisschen gefroren. Aber ja, dann kam das MDMA so langsam und ich habe mich richtig gut gefühlt. Also relativ gut, ich hatte ja nicht so viel genommen. Und ja, ich und mein Kumpel Friedrich haben uns dann unterhalten und das war schön. Irgendwann kam dann noch meine Freundin und hat sich auf mich raufgesetzt. Und sie hat so eine richtig coole Jacke, die hat so Fell wie von außen. Und da habe ich so die ganze Zeit mein Gesicht dran gedrückt und dran gerieben, weil sich das so gut angefühlt hat. Der beste Freund von meiner Freundin hat uns dann nach Hause gefahren und wir sind dann auch ins Bett gegangen. Ich konnte noch nicht schlafen und habe dann noch ein paar Sachen aufgeschrieben, so ja, was ich so aus dem Trip mitnehme. Ja, und dabei haben sich auch die Buchstaben ziemlich bewegt und ja, es war sehr anstrengend für meine Augen. Und irgendwann bin ich dann auch eingeschlafen. Ja, also das Einschlafen ist immer schwierig, wenn man so auf Substanzen ist, finde ich. Außer auf Gras, da geht das perfekt. Genau, am nächsten Tag war ich dann ziemlich fertig. Alle möglich, ich musste halt noch das ganze Haus aufräumen, weil wir so viel Scheiß gemacht haben. Ich und mein Kumpel und meine andere Freundin haben Nudeln gemacht und da stand dann noch alles rum und irgendwie Milch stand noch draußen, die musste ich wegkippen, Sahne. Meine eine Freundin hatte sich Müsli in die Schüssel gemacht, aber keine Milch rein. Und wir haben auch die ganze Zeit mit so einer Limette rumgeworfen, weil wir meinten, oh, das ist ein biologisch abbaubarer Ball. Oh, wie cool. Und ja, das war sehr anstrengend. Ich muss auch noch saugen, weil meine Mutter an dem Tag wiedergekommen ist. Ja, das war richtig anstrengend.
Und dann am nächsten Tag war es immer noch anstrengend. Und am übernächsten ging es relativ wieder. Und ja, heute ist das, glaube ich, 5 Tage her oder so. Und zwischendurch tun meine Augen immer noch weh. Also jetzt gerade, also ich merke es noch ganz bisschen. Es ist nicht mehr so doll wie am Tag danach. Ja, also ich, so eine Dosis Acid kann ich echt nicht empfehlen. Obwohl es eine sehr positive Erfahrung war, ja, die Tage danach sollte man sich wirklich frei nehmen und einfach gar nichts vorhaben. Und ich muss sagen, danach war ich auch so ein bisschen genervt von allem Möglichen, auch wegen dem Emma-Kater wahrscheinlich. Ja, gut. Das war's eigentlich von mir zu dieser Story. Ich wünsche euch noch einen gesegneten Tag und lasst die Finger von Drogen.